Ja, moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu World of Warships. Und ja, wie ihr seht, ich bin gerade dabei, hier einen kleinen Angriff zu starten. Wollen wir mal gucken, ob das von Erfolg gekrönt ist. Ja, sieht auf jeden Fall schon nicht so schlecht aus jetzt, ne? Das waren auch gleich mal zwei Treffer. So, sechs Flugzeuge habe ich auch schon erledigt. Und hier kommen die nächsten Patienten, die gerne versorgt werden möchten. So, wollen wir doch mal gleich losfliegen. Staffel 3 ist schon wieder einsatzbereit. So, und ich werde mal mich hierhin begeben, um dann. So, Staffel 2 kann mal aufladen. Staffel 4 kann eigentlich auch mal aufladen. Oh, da kommen noch mehr. Die wollen wir doch erstmal noch vorher versorgen hier, oder? Ach, da komme ich wohl gar nicht mehr hin. Aber ich habe es auf jeden Fall versucht. So, die Jungs laden auf. Hier sind meine Fighter. Die dürfen mal ein bisschen aktiv werden. Könnte ich eigentlich mal hier hinschicken? Denn hier scheint gerade ein Zerstörer aktiv zu sein. Eine Mutsuki. Eine der beiden. Da ist er. Der Lump. So, den wollen wir doch mal gespottet halten. Und schnell noch mal ein bisschen Reinforcement schicken. So, falls es wer noch nicht gesehen hat, unser Punkt wird belagert. Bitte mal helfen. Das wäre total super. Super duper sozusagen. Ah, shit, jetzt dreht er ab. Aber getroffen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ne, die erwischen den natürlich nicht mehr. Aber irgendwas ist ja immer. Immerhin kann er jetzt so gerade nicht zu mir rüberfahren. Es wäre wundervoll, wenn die Cleveland einfach mal hier ein bisschen reagieren könnte, würde. Scheint AFK zu sein, ich weiß es nicht genau. Leute. Also das ist jetzt echt uncool, so langsam. Mach den mal kaputt jetzt bitte. Ey, schießt der auf mich? Sauhund. So, da ist er weg. Sehr schön. So, Squad 3 einmal losfliegen, aufladen. Squad 4 beschützt Squad 2, beziehungsweise fliegt hinterher. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was hier so geht, ob hier was geht. Ich drehe jetzt wieder weiter um, fahre mal ein bisschen hier hoch. So, der ist also auch weg. Das ist doch schon mal super. Die Atago kommt zurück. Na, wundervoll. Keine Ahnung, was die Jungs hier oben machen. Die jagen wieder irgendwelche Gespenster. Aber die könnten langsamer entweder Richtung B fahren oder aber zurückkommen, denn hier ist schon einiges los. Das ist heftig. So, Squad 2. Wir fahren mal hier rüber, habe ich so das Gefühl. Es gibt keine gegnerischen Zerstörer mehr. Das ist schon mal richtig klasse. So, dann wollen wir doch mal. Oh, da ist die Lexington.
Das ist natürlich sehr fein. So, mit der Miyoko als Geleitschutz, ist das ein Squad zufällig? Nee, ist es nicht. Okay, aber es ist natürlich schlau von der Miyoko, da ein bisschen hinterher zu fahren. Denn die Lexington ist doch schon ein ordentlicher Gefahrenherd. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was da geht. Ob da was geht. Das ist natürlich jetzt nicht so schlau, ne? Hier einfach mal. Komm schon. Ah, zu spät angesetzt. Kacke. Oh. Jetzt hau ich hier alle meine Squads drauf. Das ist natürlich unschlau. Los, starten. Ah, verflixt. Ja, das ist blöd gelaufen. Da habe ich im Moment gepennt. Und schon. Ah, kann ich gleich das nächste Squad hier auf. Zum Teufel jagen. Schauen wir mal. Einer nur, Alter. Das ist natürlich schlecht. Ich werde mal meine Jungs hier lieber erstmal zurückschicken. Oh, das war eine bittere Runde. Das waren drei Staffeln gerade. Ah, hässlich. Ja, kaum nimmt man auf, schon geht's wieder in die andere Richtung los hier. Das ist echt ärgerlich. Weil bis zu dem Zeitpunkt lief das gar nicht so schlecht. 12 Flugzeuge zerstört, ohne große eigene Verluste. Mist. Unten haben wir eine Cleveland. Das, die, hier sind die Tirpitz. Leute. So, Fighter schicken wir auch gleich mal mit. Sind ja eh ein bisschen schneller, das ist dann nicht ganz so schlimm, wenn die jetzt erst starten. So, läuft die voll oder was? Ne, die wurde getroffen, okay. Oh. Na, immerhin hat ja der Tirpitz jetzt auch schon ein bisschen was reingebrezelt. Also eigentlich würde ich die Runde ganz gerne gewinnen, muss ich ehrlich sagen. Denn gestern Abend, nachdem Markus und ich gespielt haben, oder nachdem wir aufgenommen oder ich aufgenommen habe, habe ich ja gesagt, ich gehe ins Bett. Markus ist dann ja auch ins Bett und ich dachte mir so, ah, eins geht noch, eins geht noch. Und im Endeffekt waren es dann nachher 8 Spiele und nur noch 2 Siege. Das war recht ernüchternd. Leider. Naja. Und deshalb wäre es natürlich ganz, ganz toll, wenn ich jetzt auch, wenn ich gerade aufnehme natürlich, vielleicht doch noch so ein klein bisschen gewinnen könnte. So, die Tirpitz macht einen Schuh. Und die Tirpitz wird wahrscheinlich gleich genau das Gleiche tun. Ich werde angegriffen. Alter. Ihrer Bauken. So, wir wollen natürlich. Die sind jetzt natürlich auch auf mich konzentriert, weil. Auch wenn es nur eine Staffel jeweils ist. Ist das natürlich schon ein Tick gefährlich. Ah, hässlich. Was mache ich denn da, Mann? Komm schon. Oh, nö. Echt jetzt? Oh, das war ja scheiße. Wie schnell sind die denn weg? Ich habe extra den Captain's Perk hier 5% Flieger Überlebensfähigkeit. Und trotzdem. Sind die so schnell weg, ey? Das ist heftig. Das war sehr, sehr ärgerlich.
Das lief mal eine Zeit lang richtig gut mit den Trägern, aber im Moment habe ich da doch eine Durststrecke. Ist nicht so schön. Wollen wir mal gucken. Na, die drehen auch wieder ab. So, und Squad 6 kommt auch mal mit hier hoch. Ah, die Torpedos sehen gut aus. Jedenfalls einer trifft damit. Wundervoll. So, und hier kommen. Oh. Ah, oh, ich dachte schon, jetzt habe ich nur noch einen Torpedobomber. Den hätte ich dann ja auch gleich zu Hause lassen können. So, welches Squad ist das angeschlagene? So, ihr fliegt mal hier mit hin. Und jetzt geht's los hier, volle Attacke. So, bevor ich das jetzt wieder verdaddel, gleich losschicken, die Jungs. Zumindest ein Treffer landen. Das war gut. Das war richtig gut. So, drei kann zurück. Und sechs darf nochmal, vielleicht. Mal gucken. Auf jeden Fall brennt sie schon. Nee, doch nicht. Repariert. Aber jetzt ist sie kaputt. Okay, sechs zurück. Sehr schön. So, die beiden Kreuzer sind da unten. Sehr schön. Okay, dann würde ich ja mal fast sagen, ich flieg mal mit meinen Fightern einmal hier hin. So, die Jungs drehen ab, das ist schon mal gut. Und jetzt haben wir noch eine Miyoko. Ja. Die ist natürlich. Ah, hier unten sind sie alle. Gucken, ob ich da noch rechtzeitig hinkomme. Aber wahrscheinlich wird die Atago vorher alles kaputt gemacht haben. Bin ja doch noch recht weit weg. Ja, guck mal, der stellt sich jetzt dahin und holt sich natürlich die Flugzeuge. Klar, würde ich auch machen. So, und hier haben wir hingegen die Cleveland. Ah, die ist ja auch schon. Da kann ich ja nochmal meine Flieger hinschicken, alibimäßig. Ja gut, also viel gerissen habe ich jetzt nicht. Fünf Torpedotreffer, geht auf jeden Fall besser. So, die Otago hat alles platt gemacht. Dann kommt ihr zurück. Beziehungsweise mal hier hin. So, wie sieht's aus mit der Cleveland? Ah. Na gut, immerhin gewonnen. Und ansonsten war es ein durchschnittliches Gefecht, würde ich einfach mal behaupten. Ich denke mal, ich werde damit auch irgendwo im Mittelfeld stehen. Die Atago wird vor mir sein, die Mutsuki definitiv. Mit zwei Kills. Stufe 6 am 8er könnte er sogar ziemlich weit oben stehen. Naja, schauen wir mal. So, er macht jetzt das einzig Richtige, einfach voll drauf. So. Don't Cap brauchst du nicht schreiben, weil der nur noch 2000 HP hat. Das schafft er niemals, das einzunehmen. So, das war's. Und ja, die erste Runde. Tada! Ein Sieg. Ja, Mittelfeld. Oh, Mutsuki ist gar nicht. Ich hätte die weiter oben vermutet. Aber gut. Weiß man ja auch immer nicht, wie viel Schaden die im Endeffekt gemacht haben.
So, bei mir war der Schaden eher mittelprächtig, würde ich mal sagen. 7000 durch Brände, das ist natürlich gar nicht so schlecht. Und naja, es sind 34, 41, irgendwie so 42, 43.000 Schaden. Geht eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht. Hier oben stand ja mein Damage Counter. Muss ich nachher einfach mal reingucken. So, was kann ich mir holen? Kann ich mir was holen? Da fehlen mir noch ein paar hundert Punkte. Da auch. Macht aber nichts. So. Dann geht's mal weiter. Ich spiele eine Runde mit dem Rossenzerstörer. Bis gleich. So, wollen wir doch mal gucken. Die Runde, joa. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die haben 1, 2, 3, 4, 5 Stufe 4er. Das ist eigentlich recht ausgeglichen. Zur Abwechslung mal. Ne, wobei, bei World of Warships läuft das ein bisschen besser, finde ich. Ein klein bisschen besser. Nicht viel, aber ein bisschen besser als bei WoT. Wenn man da dann irgendwie auf einmal so 9 zu 3 schwere Panzer hat, dann weiß man schon, alles klar. Das Gefecht kann ich abhaken. Zu 90%. Und ja, das ist immer ein bisschen schade. So, hier kommen schon die ersten Zerstörer. Das war zu erwarten. Was haben wir da? Islas, ja, oder wie auch immer die heißen. So. Eigentlich war mein Ziel bei den, hier bei dem Squad 1 mitzufahren. Bei den beiden Zerstörern. Aber da jetzt irgendwie keiner zu B fährt, ja. Plan B halt, ne? So, wollen wir mal gucken. Der versteckt sich hier immer noch hinter der Insel, tippe ich mal, weil ich noch nicht entdeckt bin. Ich hoffe nur, ich bekomme gleich Support. Das wäre echt schön. Nee, ich bekomme nicht einen einzigen als Support. Alter Schwede, das ist heftig. Oh. Ja, gut, das war's dann gleich für mich. Kein Torpedotreffer, scheiße. Das war's. Jo, super Support vom Team. Das war ja mal richtig scheiße jetzt. Also so habe ich das, muss ich sagen, auch noch nie erlebt. Normalerweise kommt immer mindestens einer mit zu B. Aber was ist das denn für eine Taktik? Man nimmt A und C ein? Ist das neu? So, sich. Na egal. Neue Runde, neues Glück. So, los geht's. Da vorne ist schon eine AOBA in Reichweite. Wollen wir doch gleich mal draufhalten. Ich bin hier zwar Erster und werde jetzt. Ja, genau. Boah, kein Treffer. Alter, Leute, ich glaube, ich höre gleich wieder auf aufzunehmen. Das ist ja mal hammerbitter. Gleich schon den ersten hier mal. Weggesteckt mit 10.000 Schaden. Alter. Das ist echt hässlich. Was machen denn die Schlacht? Na gut. Unsere Schlachtschiffe fahren nach hinten, deren Schlachtschiffe greifen an und fahren nach vorne. Das ist natürlich, ja. Schießen die? Haben die überhaupt schon mal geschossen? Wieso werde ich hier eigentlich als Einziger beschossen? Das ist ja die Frage, die mich gerade mal brennend interessiert. Brennend. Wortspiel. So, ihr dürft jetzt gerne mal einen anderen als Ziel nehmen. Danke, sehr liebensgewürzig. Der repariert gerade gegen an.
Oh, schade. Oh, gleich aus der Reichweite. Feuer. Also wenn die mich treffen, dann brezeln die aber immer richtig rein, ne? Das ist ja voll übel. Ah, jetzt dreht er schon wieder die Sau. Aber es ist natürlich gut, dass der jetzt zu uns dreht. Der ist nämlich ein bisschen weit vorgefahren eigentlich. Also eigentlich müsste der jetzt schön rausgefokust werden. Und oh, schießt ja schon wieder auf mich. Sag mal. Kollege, da ist New Mexico genau vor dir. Schieß mal auf die, die triffst du leichter. Feuer! Ich fahre mal lieber hinter der Fuso lang. Wow! So, der ist kaputt, Gott sei Dank. Das freut mich sehr. Was ist denn hier los? Wo seid ihr, ihr Lumpenpack? Ihr Lumpenzerstörerpack. So. Freundchen, da ist nämlich noch einer. Wer war das noch? Der Russenzerstörer, okay. Ja, wollen wir doch mal gucken gehen. Oh, die Kongo sinkt, glaube ich, hier vorne. Ja, das sieht nicht ganz so gut aus für die. Komm schon. Fuck. Zu spät gespottet, glaube ich. Ah, nein. So ein Ärger. So ein Ärger. Okay, der ist auch weg. So, jetzt müssen wir langsam mal gucken. Bin ich alleine? Was machen die denn da? Toll. Nee, ich fahre jetzt hier Richtung Mitte. Da habe ich keinen Bock drauf gegen. Was ist das? Eine Kongo? Eine Königsberg? Nicht so schön. Also irgendwie brauchen wir einen zweiten Punkt. Das Problem ist nur, wenn die alle hier da hinten in der Ecke rumkrebsen. Alter, ey, das nervt ja tierisch. Na gut, die Fuso fährt jetzt langsam in die richtige Richtung. Die Cleveland ist hinter mir her. Also, ja, wisst ihr, was ich meine? So, ich werde jetzt auf die Kongo feuern. Schied ob. Die zielt nämlich gerade nicht auf mich. So. Ich werde wahrscheinlich eh nicht treffen, weil ich einfach zu weit weg bin. Ah, shit. Aber es wäre cool, wenn die Königsberg jetzt mal Richtung B fahren würde. Ich glaube, ich mache das nämlich. Obwohl, fahre ich Richtung C? Ich fahre mal Richtung C. Ich bin total mutig heute. Na, 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 na. Oh. Wollen wir noch mal gucken, ob wir die vielleicht rausnehmen können. Das wäre ja mal cool. Ja, ist richtig. Ihr Vollvögel, Pfosten. Scheiße. Oh. Ja, jetzt war es das gleich für mich.
Komm schon, der hat nur noch 300 HP. Jedenfalls noch mit. Oh, 34 HP und dann nimmt den anderer raus. Mal wieder. Er ist so typisch. Und das war's. Doch noch nicht. Eine Chance habe ich noch. Mach schon. Mann, so ein Ärger, ey. 34 HP. Das war neulich genau schon mal so. Und ich würde doch eigentlich ganz gerne endlich mal weiterkommen mit diesen blöden Quests. Aber ich glaube, das kann ich eh knicken. Ah! Ah, ich habe einen Turm verloren. Okay. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal hier wegbewegen. Ah, die Kongo kann natürlich noch auf mich schießen. Ich mache lieber nochmal einen Schlenker. Denn irgendwie habe ich das Gefühl. Ne, der schießt auf einen anderen. Gut. Ja, dann kann ich ja doch jetzt langsam mal rumdrehen. Wo wurde der überhaupt, wurde der schon mal gesehen? Der Mutsuki? Ach, da unten bei C irgendwo. Ach, da kommen auch Torpedos. Na, siehst du mal. Oh, die Effuso erwischt das. Böse. Hoffentlich kann der noch mal ein bisschen hochheilen. Das wäre toll. Aber auch wenn da jetzt der Zerstörer fährt und ich die Chance habe, da noch einen Kill zu reißen, ich möchte eigentlich gerne mal wieder eine Runde überleben. Das wäre total super. Deshalb. Achso, ich habe ja nur noch drei Türme. Ich wundere mich schon. Feuer! Oh, jetzt gibt er aber Gas. Ich gebe jetzt nämlich auch Gas. Keine Ahnung, wo der Zerstörer ist, aber der wird ja sicherlich irgendwo hier unten rumflitzen. Tut mir leid, ja, da kommen die nächsten Torpedos. Tut mir leid, Fuso, aber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter Schwede. Das ist mal ein Zerstörerspieler, der Glück hat. Aber das, keine Ahnung, also der Fuso-Spieler, den wir hier haben, der ist ja gerade eben schon immer geradeaus gefahren. Sowas wünscht man sich natürlich als Zerstörerspieler, dass man einfach, ja, die Torpedos losfeuert und sieht, geil, der fährt weiter geradeaus, der fährt weiter geradeaus. Och ja, da trefft mal 5 von 6 Torpedos, das ist ja schön. Bei mir schlagen die immer Haken, wie so ein Hase. So, ja, ich fahre jetzt trotzdem hier lang. Ich werde mich opfern, denn ich tippe mal, der Zerstörer wird versuchen, hier lang zu entkommen. Oh, A wird eingenommen. Ja, da fahre ich jetzt aber nicht nochmal hin. Ich hoffe, wir nehmen B ein. C ein. B haben wir ja schon. Denn selbst wenn die jetzt A einnehmen, ich tippe mal, im schlimmsten Fall werden das nämlich die beiden Aobas sein. Und ob ich da jetzt hinfahre oder nicht, da bin ich zwei Salven und dann bin ich kaputt. Insofern lasse ich das lieber. So, und immer schön ein paar Haken schlagen. Weil irgendwo hier ist der.
Okay, das ist eine Ober weniger, das ist schon mal richtig gut. Oh, ich bin so gespannt, ob hier gleich, werden sicherlich gleich Torpedos irgendwo auf mich losschießen. Ich möchte eigentlich nur überleben. Wäre cool, wenn man am Ende einer Runde nochmal sehen könnte, wo sich alle gegnerischen Schiffe aufhalten. Ich würde echt gern wissen, ob ich den richtigen Riecher gehabt hätte. Geil, und hier der Fuso-Spieler schreibt: Invisible Destroyer Cheater. Er sollte vielleicht mal ein bisschen zu spielen lernen, das wäre auch eine Option. Ja. Unteres Mittelfeld. Boah, 17.000 Brände, das ist natürlich schon nett. Und immerhin wieder ein Zerstörer geknackt. So. Ja, damit sieht es jetzt nicht so schlecht aus. Ich wollte einmal hier gucken. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch das hier zunehme. Denn irgendwie ist das immer schon nett zu wissen, ob man gerade jetzt in so einer Situation, hätte ich da nämlich gesehen, ich wäre entdeckt, dann wüsste ich, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn man natürlich am Anfang des Gefechtes hier mit 13,3 Kilometer Sichtradius, dass man entdeckt wird, da bringt das dann nicht so viel. Da ist man immer entdeckt eigentlich. Aber jetzt gerade hätte das gut geholfen. Aber wann kommt man mal in so eine Situation? Meistens hat man Teams, da ist man nach 5 Minuten tot. Da bringt das dann auch nicht viel. So, eine Runde gibt's noch mit dem Zerstörer und dann muss ich erstmal los zur Arbeit, glaube ich. So, weiter geht's. Auf dieser Map eine Zerstörerüberlegenheit zu haben, ist schon ziemlich geil. Weil die jetzt prinzipiell, die beiden Feral Guts, könnten sich jetzt entscheiden, was sie machen. Aber aktuell sind beide noch bei C. So, wir könnten natürlich hier verteidigen und gleichzeitig noch einen zu A und zu D schicken. Im Optimalfall natürlich nur. So läuft das ja eigentlich nie. Ich sehe aber, die Hatsuharu fährt zu A, deshalb werde ich mich mal auf den Weg zu D machen. Eine Idee von mir wäre jetzt gewesen, wenn ihr da unten die beiden Feral Guts seht, südlich der Inseln. Ich wollte eigentlich durch die Mitte durchfahren. Weil ich jetzt eigentlich vermutet hätte, dass die beiden Zerstörer wahrscheinlich eher rechts und links fahren, weil durch die Mitte ja eigentlich selten jemand fährt. Aber durch den Flugzeugträger ist natürlich das Problem, viele Flugzeugträgerspieler, mich eingeschlossen, ich schicke gerne meine Flugzeuge immer erstmal in die Mitte. Gerade mit einem Fighter-Deck, wenn ich eins habe, weil man von da aus sehr gut agieren kann. Und da wird man natürlich gespottet und das ist immer so ein bisschen schlecht. So, ich werde mal gucken. Da ist schon eine Aoba. Das ist natürlich klasse, dass ich hier ein bisschen Support habe. Hinter mir die Königsberg. Das ist richtig gut. Kann gern so weiterlaufen. Die Hatsuharu hat A schon eingenommen, weil die beiden Feral Guts irgendwie da immer noch südlich der westlichen Insel rumdümpeln. Bei G4, G5. Das ist cool. Halten wir die schön ein bisschen auf, kriegen schon mal die ersten Punkte. Und ja, wenn wir hier das gleich eingenommen haben, dann werde ich auch mit auf die Nürnberg feuern. Aber erstmal schnell so ein paar Punkte einnehmen hier. Und Punkte einnehmen und Punkte einnehmen. So, oh nein, jetzt drehst du ab, du Mistvogel. Bleib stehen. Ja, der fährt da lang weiter, Misty. So. Wen haben wir hier? Da komme ich nicht mehr ran. Der ist gleich hinter der Insel verschwunden. Schade auch. Pensacola. Keine Ahnung, wo der rauskommt, aber
Ah, ein Stück weiter hinten noch sogar. Mist. Versuch war's wert. So, gucken wir mal, was die Nürnberg kann hier. Oh, jetzt kommt die Pensacola ins Bild gefahren. Das ist natürlich nett. Solange sie jedenfalls nicht auf mich schießt. Ah, ja, aber klar. Ah, los, Knefni, dreh ab. Ah, und es wird bei jedem Treffer geht irgendwas kaputt. Ey, das Schiff ist so scheiße. Hohohoho. So. Ich rauch mich mal lieber dicht hier. Da habe ich jetzt nämlich keinen Bock drauf. Aber was die nicht vermuten werden, hoffentlich. ich fahre jetzt nämlich hier schön am Rand lang. Ich sehe da unten, ah, die Independence ist ziemlich mittig. Das ist ein bisschen schade. Naja, mal gucken. Vielleicht, wenn die New York hier so weiterfährt, könnte man sich sogar fast überlegen, da noch mal ein klein bisschen Quatsch zu machen. Da fährt sogar eine Omaha durch die Mitte. Ich hatte neulich eine Runde, da fuhr ein Schlachtschiff durch die Mitte durch von den Gegnern. Und das war in New Mexico. Der hat. Also von der Idee her sicherlich cool. Wenn da auf einmal ein Schlachtschiff auf deiner Seite auftaucht, da guckst du schon ein bisschen blöd. Das Problem war nur, der wurde recht schnell durch Fighter gespottet. Und ja, wir haben dann auf der Seite mit einem Zerstörer und zwei Kreuzern gewartet. Der war dann relativ früh platt. Also der Zerstörer hat schön die Torpedosalve reingeknallt. Wir haben den in Brand gesetzt und da hat ihm auch sein Reparieren und Hochheilen nicht viel geholfen, der war recht schnell kaputt. So, jetzt wollen wir ein klein bisschen noch. Oh. Und jetzt will ich lieber ein bisschen abdrehen. Jetzt starte ich meinen Turbo Boost à la Knight Rider hier. Und jetzt geht's ab. Angriff auf die New York. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, war klar. Auch noch die Maschinen. Ich bin echt froh, wenn ich mit dem Russenkapitän. Ach so, ich kann ja eigentlich auch schießen, ne? Ich bin ja eh gespottet. Ich Trottel, ey. Wenn ich mit dem Russenkapitän dieses Weiterfahren habe, auch mit kaputten Maschinen. Aber bei der nächsten Salve wird er mich wahrscheinlich klein kriegen. Bin ich so dicht dran schon. Auch noch ein Torpedo kaputt, das gibt's ja gar nicht. Hat der hängen seine Geschütze fest oder was ist da los? Naja, ich will auf jeden Fall nicht zu offensiv werden. Denn da kommt gleich eine Omaha und eine Pensacola. Da ist die Omaha. Shit. Ah, und ich brauche noch 34 Sekunden. Das ist natürlich echt ärgerlich. Oh, und kein Treffer bei New York. Das ist ja übel. Oh,
Oh, 17 Sekunden noch. Ja gut, das war's wohl für mich. Ah, wäre ich bloß der New York hinterhergefahren. Ah, da ist die Runde vorbei. Das rettet mich. Ja gut, schade, dass die Torpedos nicht getroffen haben. Aber ansonsten trotzdem eine ganz gute Runde. Alter Schwede, 2100. Und das mal 1,5, wenn er Glück hat. Ordentliche Runde von der Hatsuharu mit 3 Kills. Schönes Ding. Ah, hier, die Farragut hat sogar einen Teamkill. So, wie sieht's aus? 12.000 und 17.000 durch Brände. Das ist ordentlich. Gut. Zwar wieder nichts versenkt, aber wieder gewonnen. Das ist schön. Und damit kann ich jetzt nämlich auch mich in Ruhe mal verabschieden. Bis heute Abend, wenn ich Glück habe. So, einmal hier gucken. 21. Mir fehlen noch 9 Kreuzer. Und mittlerweile fehlen mir auch nur noch 15 Zerstörer, bis ich halt die nächste Aufgabe in Angriff nehmen kann. 150 Flugzeuge, da wird sicherlich ordentlich viel mit der Independence dann gespielt. Mal schauen. So, wie sieht das eigentlich aus? Wie viel brauche ich hier überhaupt? 38.500. Gut, bin ich ja gar nicht mehr so weit weg. Ja, ich sag schon mal erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal sehen wir uns da wieder. Bis demnächst. Ciao, ciao.